Blaue Lagune. Aushängeschild und Touristenmagnet der Vulkaninsel. Mehr als 600.000 Gäste kommen jedes Jahr hierher. Ortskundige Isländer wie Onur Valdis Kristjansdóttir sind eher selten hier. Denn Island bietet unzählige Thermalquellen und Bäder, die nicht in jedem Reiseführer zu finden sind. Die 41-Jährige kennt sich mit der isländischen Badekultur sehr gut aus. Auch bei vielen Quellen ist sie schon selbst gewesen. Baden ist für sie ein fast tägliches Ritual. Auf der Insel hat das eine lange Tradition. In manchen Ländern trifft man sich in der Kneipe oder im Kino. Hier auf Island trifft man sich definitiv in einem Pool. Das ist ein ganz typischer Treffpunkt für uns. Erste Station, die Hauptstadt Reykjavik. Gleich neben dem Flughafen befindet sich der Stadtstrand. Im 38 Grad Celsius warmen Thermalbad verbringt Onur Valdis Kristjansdóttir fast jede Mittagspause. Zur Abkühlung geht es dann ins 11 Grad Celsius kalte Atlantikwasser. Jetzt sind alle Zellen meines Körpers wach. 300.000 Menschen zieht es jedes Jahr an den Stadtstrand. Im Herbst und im Winter trauen sich nur die Hartgesottenen in den Atlantik. Leute, die das regelmäßig machen, scheinen nie krank zu werden. So ein kaltes Bad ist nicht nur gut für das Immunsystem, sondern auch für die Haut. Weiter geht es ins Landesinnere. Zwei Autostunden südöstlich von der Hauptstadt entfernt befindet sich das Thermalbad Hrynerlök. Das kleine Häuschen ist der einzige Hinweis auf die versteckte Quelle. Aufgeteilt in zwei Becken bietet das Thermalbad Platz für rund 15 Personen. Wassertemperatur 35 Grad Celsius. Very nice. Es ist einfach herrlich hier drin, besonders wenn es draußen kalt ist. Zuerst hat man das Gefühl, es könnte zu warm sein, aber man gewöhnt sich schnell daran. Nach 40 Autominuten legt Onur Valdis Kristjansdóttir in der Stadt Keragerda eine Mittagspause ein. Das Besondere, im Restaurant Kjöt og Kunst werden alle Gerichte von Olarin Girenison mit heißem Dampf aus dem Erdinneren gegart. Früher wurde auf diese Weise auch Brot gebacken. Bei dieser Art zu kochen bleibt der ursprüngliche Geschmack erhalten. Koche ich mit Wasser, geht der Geschmack im Wasser verloren und im Ofen geht er durch die heiße Luft verloren. Aber durch die Dampfgarung bleibt der Geschmack erhalten. Am späten Nachmittag erreichen wir das Thermalbad Seljafjallajökull, ganz in der Nähe des Vulkans Eyjafjallajökull. Bevor es ins warme Wasser geht, muss noch ein Gletscherbach passiert werden. Nach 15 Minuten Fußweg kann Onur Valdis Kristjansdóttir eintauchen. 1923 erbaut, gehört das Bad zu den schönsten der Insel. Die Produktdesignerin hat für sich sogar ein eigenes Entspannungsset entwickelt. Mit einer speziellen Badekappe und Schwimmhilfen für die Beine kann sie so mühelos im Wasser schweben. So habe ich praktisch ein Kissen im Wasser und könnte fast schon ein Nickerchen machen. Natürlich schläft man dabei nicht wirklich, aber man kann sich richtig gut entspannen. Am Abend kehrt Onur Valdis Kristjansdóttir zum Ausgangspunkt ihrer Reise zurück. Die Blaue Lagune. Durch die Kieselerde und die Algen erhält das Wasser seine charakteristische Blaufärbung. Das Wasser gilt als besonders gut für die Haut. Das Wasser ist schön warm und angenehm. So muss es sich wohl anfühlen, wenn man in Milch baden würde. Für Onur Valdis Kristjansdóttir heißt es, die Zeit in der Blauen Lagune zu nutzen. Denn der Eintritt kostet hier 40 Euro. In den meisten Thermalbädern und Quellen der Insel kann man jedoch kostenlos eintauchen und entspannen.